Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Leech T2 im Ranglistenmodus. Solo unterwegs. Er hat Double Login genommen. Ich bleibe bei der Burg. Welcome to Nova. Oh, da sind gute Einheiten dabei. Können Pyro-Start machen. Hier haben wir Healing. Der Crawl gibt noch mehr Verteidigung. Passt an sich so. Sieht sehr gut aus. Ich werde von daher gleich mit dem Pyro starten. Und dann können wir ganz entspannt mit dem Growl die Tanks aufbauen. Wir können die Milizen dahin platzieren, wir können dann die Königskralle machen, wir können die dann dahin stellen. Mag ja bringt jetzt nicht so viel, aber ihn zum Bösewicht zu machen ist auch stark. Darf man nicht unterschätzen. Okay. Er wird auf die Hydra gehen, hundertprozentig, weil er hat in seinem Clan-Teil drin oder in dem Kommentar, den er am Anfang hatte, nur Eck, 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 Eck. Gehe ich also von aus, dass er auch nur das spielt. Er hat Auto angemacht. Wer hätte das gedacht? Wir machen auch Auto an. Bringt ja nichts, wenn er die ganze Zeit Autos macht und ich dann irgendwas zusammensammle. Macht da gar keinen Sinn. Feuerwerk! Das ist ein krasser Skin. Überraschungseiersack. Können wir hier einfach so einen Hue hinstellen? Auf die andere Seite auch. Nee. Wir haben Pyros, also nicht auf die andere Seite. Da wird man nur unseren Schaden blockieren. Das macht ja gar keinen Sinn. Das wollen wir nicht. Okay, jetzt zur Verteidigung nochmal zwei Elementargeister platziert. Deswegen reicht es auch. Ist knapp, aber es reicht. Ich war sowieso auf die irgendwelche Stichwaves gegangen. Noch mehr Pyro-Power. Oh, geschmolzene Hydra. Das ist natürlich strong. Ich glaube, der hat sich darauf spezialisiert, wirklich nur Hydra zu spielen. Gucken wir mal hier drüben. Ja, dann brauchen wir nur ein bisschen Stich. Der ist sowieso da. Sollte ich also ganz gut hinkriegen. Lieb sie. Runter vom Tisch. Jetzt habe ich den Set nicht geschafft. Katzen. So ist das eben. This is my home.
Stecke mit rein. Madman. Dass er irgendwas anderes hinstellt, war klar. Mal sehen, ob wir da was reißen können. Sieht ganz gut aus. Ja, das sollte auch durch sein. Bisschen Bonusgold für uns. Sehr gut. Läuft auf jeden Fall schon mal besser als letzte Runde. Wir machen das so. Das sollte reichen. Wenn jetzt zu schicken wäre nicht schlecht gewesen. Gehen wir auf den neuen. Gerade für die nicht verkehrt. So, geht weiter. Ja, auf neun ist ein bisschen lang sammeln, aber dafür gibt es dann ordentlich auf die Fresse. Die haben einen sehr guten Plan auf jeden Fall. Können locker mal einen Worker holen. Das schafft er nicht. Kann ich aber stattdessen sehr gut noch abwehren. Was können wir in Zeus aufwerten? Das reicht. Dann schicken wir auf 9 was rein. Blut auf jeden Fall muss mit rein. Packleader wäre auch nicht schlecht. Gucken wir mal, wie wir zusammenkriegen. Ober könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber ich glaube, da auf Auen zu gehen ist noch besser. Packt wieder rein und eine Blut. Dann sind wir gut versorgt. Ja. Den Groll platzieren ist richtig. Let's go, boys. Root muss mit rein. Rocker für nächste Runde schon mal in die Warteschlange. Den Groll hat er noch platziert. Aber der geht schnell down. Ja, das gibt ordentlich auf die Fresse. Wir haben auch lange gesammelt. Da sollte das auch so sein. Das ist ein wesentlich besseres Game als die Spiele, die ich davor hatte. Zumindest für mich ist es eindeutiger.
nicht. So sieht das gut aus. Wir könnten auf Riesenschnecken dadurch gehen. Ein Bösewicht hätte mir noch mal mehr Schaden, aber ich bin gut dabei. Riesenschnecken wären tatsächlich nicht schlecht. Und Holz. Ja, es wird eng. Ja, alles noch vertretbar. So, Riesenschnecken reingeballert. Bauen noch ein Pyro auf. Noch ein Seepferdchen dazu. Langt. Ja, machen wir noch ein Dino rein. Sollte reichen. Mega Schnecken. Ich vermute mal fast, dass die auch Schnecken geschickt haben. Mit Riesenschnecken. Nee. Nee. Tatsächlich nicht. Oh, die haben mega lang gehalten. Ja, das Ding ist durch. Bei mir auch. Zu Ende. Victory. Perfekt, um ein gutes, schnelles Game. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr von Legion TD2 sehen wollt. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.